Hallo YouTube, hier ist er wieder, euer Diego. Ja, jetzt hätte ich vor lauter Aufregung fast vergessen, die Kamera anzumachen. Ich habe das hier nochmal zu Ende gezettert, ja. Hab den kleinen auch schon direkt verkauft und mir den größeren geholt. Und beim Händler da unten in den Schuppen reingestellt, wo der andere vorher auch stand. Ja, und bin jetzt schon am Schwadern. Ja, ne? Muss ja, ne? Oder wie war das? Wir wollen ja Heu pressen, ne? Ich bin schon überlegen. Ich glaube, ich fahre erstmal einmal rundrum. Hol dann die Presse, presse das einmal rundrum weg und fahre dann immer hin und her. Dann habe ich das so ein bisschen schöner hier, aufgeräumter und so, ne? Hier ist schon Ordnung und so. Kennt ihr doch, ne? Na, ja. Ja, das Schlepperchen noch ganz schön zu tun hier, merke ich gerade. Ja, hier das Feld, das war so groß, da habe ich mir gedacht, ey, komm. Da kannst du dir auch den ganz großen Zetter gönnen. Brauche ich da nicht mit dem kleinen rumfahren. Jetzt muss ich grob mal überlegen, ja, wir fahren die Ballenpresse, fahren wir mit dem großen Deutz. Der müsste eher am Hof rumstehen. Und vor sich hin schimmeln. Bäume, ich sehe nichts. So. Ist jetzt ein bisschen holprig hier um die Ecke. Ah, geht noch. Geht noch. So, das reicht. Jetzt holen wir erstmal die Presse. Ach, der steht noch unten bei der Tanke. Ach. Das Tankstellenmalheur. Ja, Andy. Was hast du denn da wieder gemacht, hä? Du musst auch mal daran denken, dass so völlig paddelige Leute, wie in meiner einer jener, ja, dass die auch deine Karte spielen, ne? Schon geguckt, ja, einmal gekauft, der Sprit, ne? Wirst du nie wieder los, das Zeug, ne? Ist leider so. Hat der Andy hat nicht damit gerechnet, dass ich seine Karte spielen werde. Jetzt habe ich in meiner Not habe ich festgestellt, oben am Gewächshaus, die nehmen die Suppe auch an. Jetzt habe ich mir überlegt, ich habe ja noch meine Containers. Ja. Die werde ich dann dahinstellen, also die Gitterboxen, meine ich, ne, mit Containers. Werde ich mir da oben hinstellen, pack da so viel Sprit rein, wie reinpasst, ist aber nicht dolle viel. Ja, und den Rest an Sprit muss ich mal gucken, ne? Wie ich den jemals wieder loswerde. Also ich habe noch 30.000 Liter im Tanker. Ja. Lass mal gucken. Also ich habe so auch nichts gefunden. Also lieber Andy, falls du das hier siehst oder falls jemand das sieht und dem Andy sagen möchte, ja, denk bitte. So komplett paddelige Jungs. Die einfach mal 60.000 Liter Sprit in den Tanker reinknallen. Oh, nachher nicht wissen, wohin mit dem Zeug. So, wir wollen die Ballenpresse holen. Die steht hier vorne. Kann ich denn schon so ein Containerchen? Ach nee, die kleinen Gitterkörbchen, die können wir auch nachher noch reinstellen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, so viele Liter gehen auch gar nicht rein, ne? 150 oder so, ich glaube, viel mehr ist nicht. Der steht auch jedes Mal woanders, ne? Der ist nicht so ganz, so ganz in Ordnung ist der nicht hier, der Kollege hier. Ich wollte den eigentlich drehen und woanders hinstellen. Was mache ich denn mal mit dem? So richtig koscher ist der nicht, ne? Da gibt es auch mittlerweile so viele verschiedene Versionen von. Ich weiß gar nicht mehr, welche ich davon erwischt habe. Stellen wir dich mal hier vorne hin, so lange, ja? Brauch dich ja eh gleich. So, jetzt aber. Ach so. Die Kamera schwenkt schon automatisch.
So, die Romantikroute können wir wieder nehmen. So, ist ein bisschen Stroh drin, das stört uns aber nicht. Ja, Highspeed, Highspeed, ich bin im Stress, ich bin im Stress, ich habe nicht viel Zeit. Ich muss zusehen hier. Fertig werden. Mal gucken. Schon 5 Minuten am Filmen und noch keine Katastrophe gewesen in diesem Video. Unglaublich, ne? Kein Telefon, kein Besuch. Eben hatte ich Besuch hier stehen auf einmal. Mann, 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 ey. Dass die Leute es nicht wissen, dass ich hier am Zocken bin. Und aufnehme dabei auch noch. So, schon mal aufgeklappt das Gerät. Und dann werden wir ganz penetrant wegen dem Bulli. Nein, werden wir nicht. Wir fahren auf unseren Acker hier. Gucken wir mal kurz, wie es dem Pickup geht. Das Pickup ist oben. Ah, dieser Bulli nervt mich aber auch bis zur letzten Sekunde. Hat er ja drauf, ne? So, Pickup runter. Angeworfen, der Kübel. Und los geht das. Mach mir Heu, Baby. Und überschlag dich nicht, falls der Ballen fertig ist. Also das war mit dem New Holland. Ich hab mir gedacht, ich träume, ey. Hab ich das eigentlich auch auf... Nee, das habe ich nicht. Das habe ich leider nicht auf Video. Aber Heuballen humpelt der nicht. Ich werd porös. Wie der bei Heuballen... Humpelt der nicht bei Heuballen? Doch, da hat er gerade gehumpelt. Ich wollte schon sagen, ich denke, das gibt's doch nicht. Ja, Highspeed pressen hier. Immer Highspeed. Doch, doch. Oh, der humpelt aber ganz gewaltig. Ja, wenn mir einer sagen könnte, was das ist, ne, wäre ich doch sehr glücklich. Rakete! Respekt! Respekt! Ja, ich glaube, das war gerade das Ende der Glaspresse. Sowas tue ich mir nicht an hier. Ich fliege hier nachher noch von der Karte runter, und nur weil die Presse meint, sie müsste da irgendwelche Geschichten veranstalten. Habt ihr das gesehen, Leute? Irgendwas ist hiermit. Gibt es da vielleicht noch ein Update für oder so? Was hat diese Presse? Was zur Hölle ist da nicht in Ordnung? Ich habe mich schon mit einem Bein auf dem Mond stehen sehen gerade. Unfassbar, ey. Echt unfassbar. Jetzt muss ich mich erstmal beruhigen hier wieder. Ich muss jetzt irgendwas Ruhiges tun hier. Puls bis zum Anschlag. Renn mal schnell zu deinem Schwader hier. Und versuch mal Normalpuls zu kriegen. Junge, Junge, Junge. Dabei steht da Glas drauf. Ich mag, wenn Glas auf Sachen draufsteht. Also, kommt drauf an, ne? Nicht auf alles, also... Presse auch, Glas, auf jeden Fall Glas. Ja gut, okay, wenn es eine kleine ist, dann muss es natürlich eine Velga sein. Ne? Aber die großen Pressen, alles von Glas. Nichts anders. Ah, das war ja klar, dass ihr euch da jetzt lieb haben müsst, ne? Komm ich da wieder raus? Nee, da komme ich nicht wieder raus. Müsste ich einmal ausheben? Ah, doch. Er lässt den in Ruhe, Gott sei Dank. Ich habe schon gedacht, das wären Kumpels fürs Leben. Das ist eh so eine komische, so ein Dreieck hier drin. Ich weiß selber nicht, wie ich das da reingezaubert habe. Ach, jetzt steht da auch noch der Schlepper mit der Presse. Egal, so ein bisschen... Muss ich jetzt echt ausheben? Oh, ich muss auch echt anhalten dabei, sonst wird das nichts hier. So, bitteschön.
Weiter geht die wilde Fahrt. Jo, das Ding macht ganz gut Meters hier. Also in der Breite meine ich. Das läuft auf jeden Fall. Ja, dann habe ich eigentlich alles zusammen, ne? Wenn ich dann die Heuballen, Silageballen habe ich da ja schon liegen. Ab da kann ich dann von Hand Kuhfutter anrühren. Freue ich mich drauf. Ja, ich bin hochkonzentriert, ihr merkt das, ne? Ich sage wenig. Immer wenn ich wenig rede, dann habe ich andere Probleme. Nein, geht. Es geht. Es geht alles. Schon schlimmere Sachen gehabt. Obwohl mich das mit der Ballenpresse, das lässt mich auch nicht so ganz in Ruhe. Während ich hier so rumcruise. Klar, dass ich dann noch so ein Fitzelchen von dem anderen packen musste. Na, was denn jetzt hier mit der Schlangenlinie? So ist fein. Schön geradeaus fahren. Das wird schon, du schaffst das. Ich muss ja die Sämaschine noch anmachen. Fällt mir gerade so ein, wo ich so am Überlegen bin. Gerade noch gedacht, hier ist 16 Uhr vom Map. Ich liege gut in der Zeit. Nein, ich liege nicht gut in der Zeit. Ich muss das Feld ja noch mit Raps besäen. Naja, ich bin ja gleich fertig hier mit... zusammen machen, dann starte ich erstmal die Sämaschine. Ich muss da die Vorköpfe erst machen. Vorköpfe. Ja, so gewisse Begriffe, die sind mir im Plattdeutschen einfach wesentlich geläufiger als im Hochdeutschen. Das bisschen Heu können wir auch verzichten. Wir haben es doch. Und nicht bei armen Leuten auf der Map hier. Obwohl ich sehe gerade. Ach so, ja gut. Der große Zetter, der hat natürlich auch wieder ein bisschen was gekostet. Den gab es auch nicht umsonst. Geht aber alles noch. So, wir fahren bis ans Feldende. Und packen das Gerät weg. Mal ganz weg, fahre ich wieder unten zu der Scheune, zum Shop. Ein Wahnsinnsgeschoss, ey. Kann ich nicht auch, ich kann auch hier schon direkt auf die Straße, oder nicht? Das ist doch dieselbe Straße, oder nicht? Müssen wir mal kurz spekulieren. Ja, alles klar. Komm, fahr, fahr. Ein bisschen vom Gas gehen. Sonst wird das nichts hier. Bäume. Oh, jetzt ziehen die beiden da hintereinander. Die überhole ich beide. Das waren schon mal keine Kurierfahrer, das ist schon mal sicher. Die hätten sich nicht von einem Trecker überholen lassen. Muss ich das so ein bisschen abpassen hier, dass das auch hinhaut. So. Fein.
Ja, da hinten steht er, der Kleine. Der Kleine ist gut. Auch nie mit so. Also gearbeitet habe ich damit noch gar nicht. Auch nicht, oder? Ja, im Multiplayer vielleicht. So, was ist jetzt hier mit dem Rückwärtsfahren? Klappt das gar nicht mehr, oder was? So, ja dann. Mal gucken, wo wir sind. Wir müssten doch auch noch mal die Sämaschine starten. Das hätte ich jetzt fast wieder vergessen. Kann ich mir so ein bisschen Saatgut klauen oder mache ich gleich wieder eine fliegende Betankung? Ja, ich weiß, ich mache die fliegende Betankung. So, hier. Boah! Lecko mio, der vorne abgehoben. So, das war ja der Problemacker. Der lief ja ohne die 22 nicht. Aber so wie es ausschaut, lüpt das. Sieht cool aus, ne? Fahren wir jetzt hier dreimal quer vorher. Und hinten, glaube ich, braucht man nur einmal quer vorher. Dann können wir den Hugo alleine arbeiten lassen, dann schafft er das. Ich muss mal gucken, ob ich hier nochmal einmal mit einem Düngerstreuer drüber gehe. Das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Ich muss noch mal kurz unterbrechen. Sekündchen. So, da ist er wieder. Oh, und auch passend fährt der Schlepper gegen den Baum. Müssen wir noch einmal, müssen wir noch aber vorher, sonst wird das hier nichts. Hängt ja gleich da hinten fest. So, weiter geht's. Gib Schubrakete. Jetzt fahren wir in dem Highspeed-Galopp hier. Oh, hier den Acker hatte ich mir angeguckt. Hier den wollte ich mir kaufen. Da hatte ich zu wenig Kohle. Ich glaube, so 30.000 hatte ich zu wenig oder so. Ruhig, 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 ruhig. Ja, schön zärtlich über den Feldweg fahren. So, hier. Ich glaube, bis auf diesen Betonkübel ist hier alles friedlich. Also einmal müsste reichen. Ich kann ja dann bei dem Betonkübel anfangen. Dann, ach so, ach nee, wenn er da ganz zum Schluss einmal gegenfährt, ist auch egal. Es müsste auch so passen. Ja, schade, dass die Kreisegge, die Scheibenegge immer so einen kleinen Streifen stehen lässt. Ne? Sehr bedauernswert. So. Du kommst an den Bäumen vorbei hier, ne? Oder? Oh, jetzt muss ich den auch noch. Ich bleib lieber ein bisschen beim Hugo bei hier. Herr Hugo ist ja nicht umsonst mein Angestellter, der ist ja genauso paddelig. In der Birne. Wo ist er denn da? Ich dachte, auf irgendeinem anderen Acker, da stand wirklich ein so ein Gebüsch, stand da so mit so einem Ast so ein bisschen auf dem Feld, bin ich um Bums gegengefahren. Aber man konnte es wegmachen mit der Motorsäge. Habe ich da diesen halben Busch da weggemessert und dann ist gut. Seitdem läuft das da mit dem Helfer. Oder allgemein kann man da jetzt herfahren, jetzt scharf an der Kante. Das war oben am Hof, das Feld.
Ja, aber das Feld hier, das funktioniert jetzt einwandfrei, ne? Einwandfrei. Das hat wirklich was mit Feld 22 zu tun. Helfer zieht knallhart durch hier. Oh, muss ich denn noch mehr? Reicht dreimal vorher, reicht nicht? Sieht schon ein bisschen komisch, der fährt immer. Das beobachte ich gleich nochmal in aller Ruhe. Wir fliegen jetzt erst ein bisschen über die Map. Mit unserer Hubschrauberpresse. Class Airlines ist das hier. Boah, was ist der eben abgehoben, ey. Mann. Oh, was? Wir müssen auch auf den Schwad treffen, ne? Nicht nur hier schöne Bilder machen, auch ein bisschen gucken beim Arbeiten. Boah, was ist da wohl los mit der Presse? Ja, und dann muss ich mal gucken, mit welchem Wagen ich nachher die Ballen einsammeln werde. Mit dem ganz, ganz automatischen oder mit dem halbautomatischen? Obwohl mir der ganz, ganz automatische ein bisschen zu spooky ist. Wenn die Ballen da so im Vorbeifahren auf den Wagen fallen. Dafür habe ich bei dem anderen habe ich immer Kino beim Abladen. Also ich habe das noch nicht einmal vernünftig hingekriegt. Ich bin da mal am Rumtouren. Das könnt ihr euch auch mal angucken. Im nächsten Video wahrscheinlich. In diesem Video, ne, 8 Minuten noch. Das wird, in diesem Video wird das nichts mehr. Aber im nächsten Video könnt ihr euch das mal angucken. Was ich da immer für Zaubereien veranstalte mit dem Ballensammelwagen. Naja, komm, auch ein paar Bellekes kommen ja auch zusammen, ne? So ist nicht. Die andere Wiese machen wir nachher noch schön Silageballen von. Und, dann ist die Mukus erstmal gut versorgt, ey. Ein Glück, dass er den Ball nicht mitten auf der Straße legt. Habe ich sonst auch ein Talent für. Ja, ich bin nicht völlig talentfrei. Ja, wie man das immer meint. Ne? Stimmt gar nicht. Ein paar Sachen kann ich gut. Mit Treckern fliegen. Und sowas. Ich würde das Ding so gerne reparieren, weil schön ist die, ne? Also von rein optisch ist schon Mäuschen die Presse. So, ich musste gerade noch mal kurz unterbrechen. Ich habe doch gewusst, dass meine Frau jetzt nach Hause kommt und die wäre mir auch hier volle Kanne in die Aufnahme gerannt. Aber ich habe ja eben schon die Tür aufgemacht. Ich bin ja nicht doof. Ne? Und dann kann ich ja sehen, wenn das Licht angeht im Flur, dass die Frau näher kommt. Sonst hätte ihr auf einmal gestanden. Da warte ich ja eh schon seit Tagen warte ich ja darauf, dass meine Frau mir in die Aufnahme rennt. Ja, guck mal, dann war jetzt diese Aufnahme auch mal endlich irgendwas. Ne? Ich hatte schon gedacht, das wird hier nichts mit der Aufnahme. Kein Telefon klingelt, nichts und... Aber immerhin, die Frau war da. Ja, ich mache das Video noch eben zu Ende. Wir müssen jetzt gleich noch eben weg. So, nehme ich denn das Fitzelchen Heu da oben auch noch mit? Wird das noch ein ganzer Ballen? Das wird doch eh kein Ballen mehr, ne? Da oben war noch so ein Krümel...
muss eh oben lang fahren. Ich möchte ja zur anderen Wiese. Und dort müssen wir Grasballen pressen zum Silieren. Ja, das wird wohl kein ganzer Ballen mehr werden. Einen halben hat es noch gegeben. Gut. Kannst du den noch ausladen hier? So. Ja, was ist? Machen wir jetzt schon Feierabend hier? Kurz gucken, wie es der Sämaschine geht. Der Sämaschine geht supi. Scheint also zu laufen. Ja, wie gesagt, ich bin überlegen, ob ich hier nachher dann mit einem Düngerstreuer einmal rüberziehe über den Acker. Muss ich vielleicht doch noch einmal quer vorher? Ich könnte auch zweimal noch quer vorher. Oh, das mache ich auch jetzt sofort. Jetzt vergesse ich das nachher wieder. Und dann humpelt der mir da hinten immer in der Mauer rum oder zwischen den Bäumen, so ist er dann zu wühlen. Und dann habe ich dann auch keinen Bock drauf. So, im nächsten Video werden dann Ballen gesammelt, ne? Vielleicht auch ein bisschen Ballen wickeln. Abladen auf jeden Fall die Ballen. Wegstapeln, ich denke, das schaffen wir nicht. Eine halbe Stunde ist immer so kurz. Das wird wohl nichts werden. Ich habe das Gefühl, der braucht auch extrem viel Platz, ne? Das ist ein Großraumwender hier. Was der an Platz braucht, nur um sich mal einmal umzuorientieren hier. Das ist schon großartig. So, oh, ich sehe gerade, das passt sich ganz gut. Da kann ich auch gleich erstmal noch... Ach, wenn der Helfer ist, geht die Klappe nicht auf. Die Plane nicht runter, so. Kann ich den auch gleich noch einmal auftanken, bevor ich dann das Feld zu Ende sehe. Schon mal ausrichten. Das war nur noch immer runter machen wir auch schon mal. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Ah ja. Quasi in Heimatnähe. Oh nein! Oh no! I'm so sorry. Ich hätte gucken müssen, ich weiß. Ei. Das war wieder der Freibetrag gewesen für dieses Jahr. Jetzt komme ich wieder eine Stufe höher in der Versicherung. Naja, so ist das halt, ne? So, Saatgut füllen wir noch auf, sonst vergesse ich das. Aber wie gesagt, ich muss jetzt erst los. Wer weiß, wann ich wiederkomme. Oh, hier steht ja schon unser Anhänger. Ja, und dann können wir den Anhänger auch wegbringen. Ach so, den fahre ich dann mal schön zur Gärtnerei und guck mal, ob ich da vielleicht Saatgut abladen kann. Dann bauen wir halt Salat an, ne? Müssen ja irgendwie den Sprittank leer kriegen da. So, wird das was hier von hinten oder muss ich von der Seite ran? Ja, das scheit sogar. Ach ja, natürlich. Ich so drauf geachtet, dass ich nicht hinten gegen das Rad fahre. Ah, na egal. So. Stellen wir dich mal hier unten hin. Setten noch einmal kurz durch, damit ich ungefähr weiß, was los ist. Ah, der will rüber zum anderen Feld. Okay, alles klar. So, YouTube. Ich sage erstmal tschüss. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.